Die derzeitige Energie, die ich bei so vielen Menschen feststelle, ist diese Energie des Oh oh, ich habe Angst oder ich werde angegriffen. Also große Ängste, große Blockaden. Das sind die beiden Dinge, die ich bei vielen Menschen im Moment an die Oberfläche kommen sehe. Große Angst, große Blockade. Und was die Leute dann tun, wenn sie erkennen, oh oh, ich bin in diesem Unbehagen, dann versuchen sie Taktiken der Ablenkung und der Analyse. Und warum ist die Analyse ein Instrument der Ablenkung? Denn Analyse führt zu Lähmung. Analyse schafft einen Raum für Menschen, sich im mentalen Bereich verstecken zu können. Was ist die falsche Matrix? Sie ist ein mentales Gefängnis. Wie kommst du aus der falschen Matrix heraus? Du kommst aus dieser Überlegung und der Stagnation heraus, die durch, oh Gott, jetzt klinge ich wie ein Poet, Kontemplation entsteht. Es ist unerlässlich, dass du dich an einen Ort bringst, an dem du die Kraft hast, Ängste und Blockaden aufzulösen. Es ist also schön zu verstehen, okay, das ist die aktuelle Energie. Es ist ein ständiges vor die Wand laufen. Aber das Schöne oder Interessante an der Wand, gegen die du laufen wirst, ist, dass sie unsichtbar ist. Also, wenn da eine Mauer ist, gegen die du läufst, es ist wie, okay, das ist großartig, ich kann sie sehen, ich kann sehen, was das ist. Aber wenn du gegen eine energetische Mauer stößt, sie ist unsichtbar, das heißt, es ist frustrierend. Für viele Menschen ist das der Punkt, an dem sie sich gerade befinden und die Frustration ist, aber warum kann ich mich nicht vorwärts bewegen? Warum kann ich nicht weiterkommen, als ich bin? Warum fühle ich mich so zurückgehalten? Warum fühle ich mich so eingeengt? Warum habe ich das Gefühl, dass mich jemand drängt? Das ist es nicht. Du drückst sozusagen gegen die unsichtbare Wand. Wir werden also darüber sprechen, wie du die Dichte auflösen kannst, wie du jetzt mit der Angst umgehen kannst. Eines der Dinge, zu denen ich die Menschen wirklich ermutige, ist, sehr mutig zu sein und sich selbst zu stellen, nicht zu kämpfen. Wann immer du dich im Widerstand gegen einen Gedanken, eine Überzeugung, eine Situation, eine Person siehst, dann wende diese Methode an, indem du sagst, okay, auf irgendeiner Ebene führe ich gerade einen inneren Krieg. Ich kämpfe auf irgendeiner Ebene dagegen an. Ich befinde mich auf irgendeiner Ebene im Widerstand. Was wäre, wenn ich ein Gegengewicht schaffe, indem ich mich einfach stelle, anstatt dagegen anzukämpfen? Das ist das Mittel gegen die spirituelle Umgehung. Spirituelle Umgehung ist, wenn du nicht einmal aufhörst zu kämpfen. Spirituelles Bypassing bedeutet, dass du einfach etwas wegignorierst. Oh nein. Nein, da ist keine Blockade. Wovon spricht Carrie? Blockade? Sie ist so negativ. Es gibt keine Blockade, es gibt keine Angst. Es ist alles schön, es ist alles tralala. Und dann verwechseln die Leute das leider mit Positivität und Spiritualität. Und das ist nichts von alledem, das ist weglaufen. Wir haben also Ableckung, Vermeidung und Widerstand und so viele verschiedene Ebenen. Besinne dich auf diese einfache Sache. Okay, okay, ich muss mich dem stellen, wo ich bin. Das ist eine andere Art, wie ich sage, fühle. Man könnte also sagen, okay, ich muss fühlen, wo ich bin. Und das ist die Sache, die Leute verwirrt, denn das ist, wenn sie sagen, aber ich habe Carrie, ich habe diese Sache gefühlt, diesen Schmerzen, diese Qual, diese Angst, diese Depression, dieses Feststecken, das habe ich durch und durch gefühlt, Tag ein, Tag aus und es wächst nur und es bewegt sich nicht und es verändert sich nicht und ich weiß, dass es das sollte, aber es tut es wirklich nicht, also was läuft falsch? Okay, das ist eine kraftvolle Frage und ich werde dir eine kraftvolle Erklärung dazu geben. Wir haben vergessen, wie man fühlt. Wir fühlen mit einem Kommentator im Gehirn und wir fühlen mit Voreingenommenheit, was bedeutet, dass wir eine Erfahrung mit einem Urteil empfinden. Hier ist ein Beispiel. Nehmen wir an, jemand hat mir etwas gestohlen und nehmen wir an, ein spiritueller Lehrer käme zu mir und sagte, okay, Carrie, es ist ganz einfach, meine Liebe. Was du tun musst, ist nun... Fühl es einfach, tada, fühl es, um es zu heilen, da, da, da. Dann denke ich, okay, jemand hat mir das gestohlen, jetzt muss ich es fühlen, um es zu heilen. Dann werde ich das tun und jetzt habe ich Vorurteile. Also werde ich sagen, verdammt, ich kann nicht glauben, dass man mich bestohlen hat. Es fühlt sich so schrecklich an, dass sie das getan haben. Wie konnten sie das tun und warum taten sie das? Und ich kann es nicht ertragen, dass sie das getan haben. Was ich jetzt tue ist, ich habe einen Erzähler, der mit mir fühlt. Dieser Erzähler ist mein Gehirn. Wenn mein Gehirn beteiligt ist, fühle ich nicht. Ich versuche, meinen Weg dadurch zu denken. Und wenn ich meinen Weg dadurch denke, weißt du, wo ich bin? Ich bin im mentalen Raum gefangen, ich bin im mentalen Gefängnis und deshalb kann ich nicht entladen und deshalb kann ich nicht auflösen und deshalb kann ich nicht weitermachen. Und genau dort steckt der Großteil der spirituellen Gemeinschaft fest.
Und ich werde ein ausführlicheres Video darüber machen, denn sie ist groß, diese spirituelle Falle, das übermäßige Denken, das übermäßige Analysieren, ist das gleiche wie die falsche Matrix-Falle in der mentalen Welt festzustecken. Wie kommt man dann da raus? Ist es so einfach, wie wenn ich zu dir sage, geh raus aus deinem Gehirn, fühle ohne den Input deines Gehirns, denn das ist es, was es ist. Ohne Urteil und ohne Vorangenommenheit zu fühlen, funktioniert nicht auf diese Weise. Ich kann meinem Gehirn nicht sagen, verschwinde. Ich kann meinen Gedanken nicht sagen, hört auf zu denken. Was ich tun kann, ist, ich kann diese erstaunliche Methode anwenden. Es ist eine alchemistische Meisterschaft. Mit anderen Worten, es ist die Meisterschaft des Alchemisten. Und das ist es, was ich in meiner Online-Gemeinschaft, dem Plasma Light Tribe, beibringe. Und ich möchte euch einen Schnellkurs geben. Und vielleicht gebe ich euch zu viel von einem Schnellkurs. Mit anderen Worten, vielleicht packe ich zu viel in einen zu kurzen Zeitraum und gebe euch nicht genug Zeit, um die Tiefe und die Feinheiten dessen, was ich euch lehre, wirklich aufzunehmen. Denn was ich mit dir teile, übrigens, wenn du ein Summen im Hintergrund hörst, da ist jemand an meinem Tor, jemand anders kümmert sich darum. Ich bin hier bei dir, also lass dich nicht ablenken. Wir neigen dazu, Antworten mit dem Verstand zu suchen. Und so versuchen wir, die Dinge sehr linear und logisch zu gestalten. Deshalb möchte ich dies als Grundlage, als Eckpfeiler dessen, was ich dir gebe, festlegen. Was ich mit dir teilen werde, erfordert Meisterschaft. Es ist so einfach. Es ist äußerst einfach, aber das bedeutet nicht, dass es leicht ist. Es erfordert Meisterschaft. Es gibt Menschen, die mit mir im Plasma Light Tribe, meinem Online-Lehrraum, seit der Gründung zusammenarbeiten, seit dem allerersten Call, der, glaube ich, 4 Jahre her ist. Und das liegt nicht daran, dass sie langsam lernen, sondern daran, dass sie hingebungsvoll lernen, weil sie wissen, wie wichtig es ist, dieses spezielle Element zu beherrschen. Das da heißt, da-da-da, Trommelwirbel. Heilige Neutralität. Es ist ein so kraftvoller Raum, dass ich ihm einen Teil meines Mitgliederbereichs gewidmet habe, um den Menschen zu zeigen, nicht zu erklären, was heilige Neutralität ist, sondern sie einfach in einen Online-Container zu bringen, mit anderen Worten ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld wird Nullpunktzone genannt, also kommen die Menschen in die Gemeinschaft. Es ist nur ein Klick auf einen Knopf, Klick, Nullpunktzone, okay, was nun? Sie schließen ihre Augen und sie spüren, wie sie buchstäblich in ein verändertes Energiefeld eintreten. Heilige Neutralität ist so mächtig, dass sie ein Eintauchen erfordert. Sie erfordert die Erfahrung, sich mit ihr zu verbinden und sich in ihr zu fühlen. Ich kann jetzt die Dynamik dahinter erklären und es gibt ziemlich erstaunliche Dynamiken. Aber ich will euch nicht verlieren, Leute. Ich möchte es nicht komplizierter klingen lassen, als es ist. Ich möchte dir weiterhin eine wirklich vereinfachte Information, auch wenn es vereinfacht klingen mag, geben. Das wäre mir lieber. Die Nullpunktzone ist der Name dieses energetischen Online-Raums, in den ich die Menschen einlade. Ich lade dich jetzt ein, in dieses Feld. Wir können die ganze Wissenschaft durchgehen, wir können die ganze mentale Arithmetik durchgehen. Oder ich könnte einfach eine Pause machen und dich einladen, dir den Weg hinein zu erleichtern. Was ein völlig anderer Ansatz ist, als die Art und Weise, wie wir normalerweise nach Dingen suchen. Wir suchen normalerweise nach Dingen aus dem Verstand heraus. Wir wollen sie verstehen. Es findet eine Entspannung auf der energetischen Ebene statt. Fast wie eine Hingabe auf der energetischen Ebene. Spezifisch jedoch. Es ist eine spezifische Hingabe, die Hingabe an den höheren Zustand von dir. Die Nullpunktzone ist diese auserlesene Gottesfrequenz, aus der alle Materie und alle Schöpfung stammen. Mit anderen Worten, bevor du geboren und geformt wurdest, bevor alles, was du siehst, ins Leben kam, es stammt als und aus der exquisiten Nullpunktzone.
Nun kann man sagen, dass wir in einer falschen Matrix gelebt haben und die gesamte Schöpfung durch eine verzerrte Frequenz gelaufen ist. Das ist es, was es im Wesentlichen ist. Es verzerrt die Göttlichkeit der Schöpfung und erschafft multiple Illusionen, Programme und Verwirrungen, die den Teilnehmern des falschen Matrix-Programms an die falsche Matrix selbst binden. Aber in dem Moment, in dem du die Nullpunktzone betrittst, trittst du in eine Stille, eine Verbindung und eine Zeitlosigkeit ein. Und was du in diesem Raum fühlen wirst, ist nicht Apathie. Viele Leute hier, nur Neutralität, Carrie spricht davon, mit Neutralität zu arbeiten, also meint sie wahrscheinlich, dass wir uns einfach nicht darum kümmern sollten. Das ist vielleicht das, was Neutralität ist. Das ist absolut nicht der Fall. Heilige Neutralität ist eine göttliche Stille, das Gegenteil von Urteil. Schau, ich kann eine Perspektive haben, also könnte ich zum Beispiel sagen, dass diese Realität wirklich zu mir passt und jene Realität nicht. Das ist eine Perspektive. Aber ein Urteil ist, wenn ich sage, diese Realität ist scheiße und wenn jene Realität schön ist und ich will nur diese und jene nicht. Wenn wir diese Voreingenommenheit mitbringen, wenn wir ein Urteil und eine Voreingenommenheit mitbringen, dann hängen wir an diesem Gedanken Überzeugung und dann erschaffen wir Härten und Schwierigkeiten und Blockaden mit diesen Dingen. In dem Moment, in dem wir etwas geistig nicht lösen können und sagen, das übersteigt meine Kapazität und Fähigkeiten, schieben wir es weg, verdrängen es irgendwo. Und diese große Blockade, mit der wir es zu tun haben, diese große Blockade, das unüberwindbare Gefühl im Leben, braut sich zusammen, weil so viel in das Unterbewusstsein hineingestopft wurde, dass es jetzt größer ist als der bewusste Verstand. Deshalb führen wir diese unüberwindbare Mauer, die wir nicht übersteigen können. Sie ist keineswegs unüberwindbar, sondern sehr leicht aufzulösen. Du musst es fühlen. Aber du musst es, um es aufzulösen, mit heiliger Neutralität fühlen. Ich erwarte nicht, dass du das sofort verstehst und perfekt beherrschst. Ich würde gerne die Tür einen Spalt öffnen und dir einen Schimmer geben, dir einen Geschmack geben, dir einen Lichtstrahl geben. Denn ich kenne die Macht des Lichts. Ich weiß, was es bewirkt. Es dringt in deine Welt ein, es dringt in deine Realität ein, wenn es auf reiner Wahrheit beruht, auf Gottes Wahrheit. Wahrheit ist eine unbändige Kraft. Sie ist das mächtigste und strahlendste Licht, das es gibt. Und sie wächst und verstärkt sich. Und das ist meine Hoffnung heute, dir diesen Lichtstrahl zu bringen, der dir zeigt, oh warte, es gibt einen Weg, es ist möglich. Ja, du kannst auf jeden Fall kommen und dem Plasma Light Tribe beitreten, wenn und nur wenn du dich dazu berufen fühlst. Wenn du dich berufen fühlst, auf dieser Ebene zu arbeiten, dann ist das genau das Richtige für dich. Manche Menschen möchten eine Einzelberatung, eher persönlich und 1:1. Dann gehst du auf meine Webseite und buchst eine Sitzung mit einem meiner großartigen Berater, die ich speziell dafür ausgebildet habe, diese exquisite Frequenz für dich zu halten. Das ist es, was die Menschheit vergessen hat. Wir haben vergessen, wie man fühlt. Wir haben vergessen, dass wir, um zu fühlen, müssen wir in diesen Entladungsraum kommen. Diese heilige Neutralität, die alles neutralisiert, woran wir festhalten, selbst wenn diese Anhaftung aus Schmerz, Trauma oder Negativität besteht, sind wir an das gebunden, an das wir nicht gebunden sein wollen. Und der einzige Weg, diesen Klebstoff sozusagen aufzulösen, ist durch heilige Neutralität. Da ist es. In dieser kleinen Pause, in dieser kleinen Lücke, in diesem kleinen Moment gibt es eine höhere Essenz und eine höhere Präsenz, welche du bist. Das ist das Schöne an dieser Art zu arbeiten. Du arbeitest nicht mit meiner Energie. Du arbeitest mit deiner. Ich zeige dir einfach, ich leite dich einfach an. Oh, sieh da drüben. Oh, schau, was möglich ist. Oh, sieh dir deine Weisheit an. Da ist der Schlüssel. Und dann benutzt du den Schlüssel, um deine Tür zu öffnen.
Ich habe vor kurzem ein Video aufgenommen und es war ein wirklich schwieriges Video. Ich zeigte mich sehr offen. Es war so schwer, Leute, es aufzunehmen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich in Tränen ausbrechen wollte. Und das tat ich auch, nachdem ich die Aufnahme beendet hatte. Ich saß tatsächlich eine ganze Weile da und weinte, weil es ein so persönliches Video war. Das Video, das ich hochgeladen habe, handelte von meiner Lebensgeschichte, weil so viele Leute fragen, woher weißt du, was du weißt? Und ich habe schon ein wenig davon geteilt, aber ich nehme an, es ist schwer, weißt du, so viel Verletzlichkeit in einem kurzen Video zu teilen. Aber ich habe diese Aufnahme kürzlich gemacht. Wenn du dir das Video ansehen willst, ich verlinke es hier oben für dich. Es heißt Multiple NTEs, das heißt Nahtoderfahrungen, in denen ich darüber spreche, wie mich diese erstaunlichen Erfahrungen über den Schleier hinaus in eine Welt geführt haben, die ich in diesem Video mit dir teile und auch weiterhin mit dir teilen werde. Ich halte dich in so viel Liebe. Von meinem Herzen den ganzen Weg zu deinem. Wir sprechen uns sehr bald. Tschüss fürs Erste.